Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf Twitch Jobs the CEO im Mission von San Juan. Ich bin von Höhe, Gameplays als Hobby und ja, wir haben jetzt das halbe Dörfchen hier schon erkundet. Kann man da hoch? Ich weiß es nicht. Haben jetzt das halbe Dörfchen schon erkundet. Jetzt kommt die andere Hälfte dran. Wir waren ein bisschen einkaufen, haben Waffen und sowas gekauft. Kein Lebensmittel, wer braucht denn sowas? So, hier ist, will einer quatschen. Ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente. Como que basta con atravesar una puerta o subir unos escalones para sentir como que uno llegó al cielo. Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra. O tal vez ya estamos todos muertos. O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza. Gehen wir aus der Sonne raus. Ah, ein Grab, sieh an. Deswegen sollten wir erstmal mit allen Leuten hier reden, damit wir alles auf der Karte sehen. Oh. Ein Bericht über die Mission. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Haben wir denn noch was hier in der Nähe? Erstmal scheinbar nicht zum Sammeln. Beziehungsweise wir müssen es vielleicht so von selbst finden. Kann man da rein? Nö. Es en serio, estos planos no tienen sentido. ¿A qué te refieres? Sorry für meine Kameraaufführung, auch wenn ich natürlich so am Suchen und Gucken bin. Ist natürlich klar, dass ich hin und her... Ah, siehst du? Dass ich hin und her gucke. Eine Forschertasche, sehr schön. Etwas da, wo wir schon waren. Direkt neben uns das Dokument. Da wo wir waren, ist sonst nichts weiter aufgekreuzt. Okay, sehr schön. Eine Tagebuchseite. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. Sie haben mich verfolgt, flüsterte er. Die anderen. Dann ging er fort und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Okay. So, hat hier noch einer was mit Quatschen oder so? Entschuldigung, die Pflanze kann ich gebrauchen. Oh. Ein Flugblatt. Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Es ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Hey, da hat seine Mittel und Wege, um junge Leute natürlich anzuziehen, ne? Da oben haben wir so eine Fahne. Fuck you. Oh, was hat die Kleine angestellt? Ana y José. Las llamas jóvenes y osadas subieron más y más por la montaña. Ein wiederhergestelltes Dokument. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben.
Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Und kamen da welche? Ich hatte erst gedacht, es wäre eine Schule oder sowas. Hier sieht es zumindest danach aus. So, die Frau hat was zu sagen. Su arco es impresionante. Es cazadora. A la misión le serviría mucho una cazadora. Tenemos una invasión de lobos desde antes del terremoto. No puedo quitarles los ojos de encima a estos niños ni por un segundo. Nada más hace unos días vi a este en el camino corriendo detrás de un lobo. ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar. Como si los lobos dieran la patita y jugaran a traer palos. Ja, mir interessiert schon. Schwarzmähnewolf, okay. Había una vez un ratoncito, lindo y pequeñito. Sacó su naricita para mirar. Okay, dann gehen wir wieder hier durch zurück, um natürlich auch vom anderen Weg heraus noch alles zu erkundschaften. Okay, da hoch können wir wohl nicht. Oh, ist der Kopf. Okay, da muss ich wohl rein. Da wie hinten was? Nee. Wird zumindest noch nichts angezeigt. Okay. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Qué niños tan llenos de energía. Necesito descansar un poco. No le cuente a las hermanas. Ciertos días me vendrían bien unos tragos, pero la misión no permite el alcohol. Así que tengo que conformarme con los pocos momentos de tranquilidad que logro encontrar. Y si me disculpa. Okay, alles klar. Ein Dokument über den Standort der Mission. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Haha. Nämlich die hier wahrscheinlich. Wo gucken die hin? Keine Ahnung. Hier haben wir noch so ein Fähnchen. Fuck you. Was ein süßes kleines Fähnchen. Okay, hier geht's nicht hin. Holz. Na dann, gehen wir mal hier rein. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Aha.
Un paso a la vez. Weiter geht's, Baby. Hier ist ja sonst nichts, nein. So, wir gehen direkt mal hier lang. Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. No me importa el tesoro, me importa el respeto a los muertos. ¡Está por lanzarnos un hechizo! Ja, da ist jemand zum Anquatschen, aber ich will erstmal gucken, ob sie irgendwo überlegen soll. Ah! Ein Sklavenhalsband. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Na toll. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Vielleicht hatte Lopez Sklaven befreit und die mit hierher genommen, mit denen hier zusammen... Oh! Hier aufgebaut. Eine weitere Karte, schön. Zwei Dokumente. Okay, viel sehen wir noch nicht, also noch lange nicht alles. Okay, dann quatschen wir mal mit dieser Frau. Me estás diciendo, bruja. Lachen tut sie ja schon so. Wie bitte? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sauría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Na, leider schon. Suenas como Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Ich rede mit ihnen. Okay. Reden wir mal mit den Kindern. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. Es ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Ich bin Expertin. Ich höre. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy?
Ich weiß natürlich schon. Das habe ich auch sehr schnell bei meiner Freundin rausgefunden. Das ist der Brunnen hier hinten. Wenn es regnet, füllt er sich. Und wenn er krank ist, der Brunnen, stirbt das ganze Dorf. Da ist etwas. Aber nicht da drin, sondern dahinter, ist ja klar. Okay. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Achso. Díganos, ¿encontró algo? Natürlich habe ich das. Seht mal. Somos millonarios. Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. ¿Es en serio? Absolut. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. Ich würde sagen, das ist ein Fehler. Wo fangen wir an? Por aquí. Gracias por su ayuda y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Das schauen wir uns mal an. Mysterium der Mission, das Kreuz untersuchen. Ein Fähigkeitspunkt. Juhu. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Dem Weg der Kreuze folgen? Okay. Da oben ist noch ein Kreuz, aber ich glaube kaum, dass wir da hinten hochklettern können. Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor. Lasst ihr euch nicht stören. Aber natürlich weiß ich trotzdem, wohin mit diesen Kreuzen. Schräg hier rüber. Da ist das nächste Kreuz. Da ist eine Inschrift. Fuck you. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Das Kreuz da oben, würde ich sagen. Wir laufen mal lieber hier rum, damit wir auch wieder speichern können. Wer weiß, was hier einen erwartet. Ich sehe noch eins. Ach da, ja. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hoch. Ich will mal schauen, ob hier oben auch noch irgendwas ist. Ein Dokument müsste hier oben sein. Oh, was hat denn der hier? Yo eso. Era un cóndor. Magníficas aves. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio. Pero solo son aves. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Y eso está bien. Mientras no tengan tanta esperanza en ello. Geheimnis entdeckt. Kondor. Okay, alles klar. So, wir sind bei 19,5 Minuten. Das heißt, wenn ich fertig bin, ist der Teil fertig. Also, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession in Mission von San Juan. Ich bin von der Gameplays als Hobby.
Und hoffe, es war trotzdem auch interessant für euch, auch wenn nicht viel passiert ist. Aber wie gesagt, ein bisschen Wissen ist ja auch nicht schlecht um die Geschichte. Macht immer Spaß. Und man versteht dann alles auch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.